Leben in einer digitalen Welt im Jahr 2030. Jeder nimmt die Digitalisierung anders wahr. Hier ein Einblick in den Alltag drei verschiedener Personen: Paula, Maxi und Lena. Meine Mutter sagt immer, ich soll rausgehen und was mit meinen Freunden machen. Dabei mache ich doch was mit meinen Freunden, nur nicht draußen. Letztens habe ich ein neues Handy bekommen, eins der neuesten Modelle überhaupt. Durch die Hologrammfunktion kann ich meine Freunde in meinem Zimmer sehen, obwohl sie eigentlich gar nicht da sind, sondern bei sich selber zu Hause. Gestern zum Beispiel kam Sarah für 3 Stunden vorbei und sie wohnt eigentlich 300 Kilometer entfernt von mir. Sowas wäre nicht möglich, wenn ich, wie meine Mutter sagt, einfach rausgehen würde. Jetzt bin ich aber spät dran, denn ich muss zu meinen Fahrstunden. Die sind echt nicht schwer, weil für die meisten Strecken übernimmt der Autopilot und ich muss nur auf Feldwegen selber fahren. Nach dem Fahren gehe ich noch trainieren. Für den Sport habe ich ein super praktisches Armband bekommen, welches alle meine Vitalwerte überwacht und mir zeigt, wie mein Sport am effektivsten ist. Heute zum Beispiel hat es mir angezeigt, dass ich noch nichts für meinen Körper getan habe. Ich bin so froh, in dieser Zeit geboren zu sein, denn es ist alles so einfach, schnell und praktisch. Ich bin schon wieder so spät dran. Schnell noch die Pausenbrote für die Kinder machen und dann aber ab auf Arbeit. Oh nein, nicht auch noch das. Der Kühlschrank sagt mir gerade, dass wir noch neue Milch brauchen, da die jetzige schon 2 Wochen hier rumsteht. Ich sag schnell Siri Bescheid, dass ich es auf die Bestellliste schreiben soll. So, jetzt ins Auto. Fingerscan und Route eingeben. Das Auto fährt ja eh von alleine. Also kann ich ja noch ein paar YouTube-Videos gucken. Den Kindern müsste ich eigentlich auch mal wieder Hallo sagen. Heute ist schließlich schon Mittwoch. Ach nee, ich schreibe einfach eine WhatsApp. Das geht schneller. Sind die Kinder überhaupt schon auf dem Weg in die Schule? Oder hängen sie immer noch an ihren Laptops? Als 71-Jähriger im Jahre 2030 ist das Leben sehr monoton. Diese Computer sind überall. Mir wurde vom Land ein sogenannter Paro zugeteilt, eine kleine Roboterrobbe, die einem behilflich sein soll. Und wenn ich den Telefondienst beanspruche wegen diesem Vieh, hilft mir auch nur wieder eine unkompetente Roboterstimme. Ich fühle mich komplett nutzlos. Alles wird mir abgenommen von diesem künstlichen Intelligenz. Diese Daten fressen die Seele auf. Mein Ehemann ist komplett eingenommen vom Netz und seiner Online-Schachgemeinschaft. Kommunikation ist ein Fremdwort für ihn und meine Enkel. Nur über Facebook ein Love You Forever und HDGDL einmal pro Woche. Umgeben von Emotions, Emojis und Kommunikationsportale, vollkommen ohne soziale Kontakte. Digitalisierung als Fortschritt der Menschheit?